Ja, meine Lieben, herzlich willkommen. Er macht schon wieder einen Knicks, wie schön. In Seven Nest of Friends, da sind wir nämlich wieder. Und weil er sich schon wieder so in die Kamera drängt, begrüße ich natürlich wieder als erstes Xyron Tour. Hallo. Und dann im Wackwai. Du stehst bei mir im Wohnzimmer und sagst, ich dränge mich in die Kamera. Ja. Das ist ganz interessant. Weil ich das kann. Machst du auch bei dir im Wohnzimmer? Ich muss ja irgendeinen Grund haben, dass ich Nicole als erstes begrüße. So, und jetzt hast du es. Ich bin die Frau. Ist das nicht Grund genug? Ladies first und so? Da haben wir ja schon mal einen auf den Sack gekriegt. Ach ja. Was ist denn mit der Gleichberechtigung? Auch ein Argument. Ja, ne? Irgendwie so ein bisschen auch, ne? Oder? Du wirst gleichberechtigt als letztes erwähnt. Mhm. Ja, okay. Du weißt doch, wie das ist. Du wirst so gleichberechtigt. Genau, das ist, da haben wir halt die Arschkarte gezogen als Männer. Haben wir so ein bisschen, ne? Glaube ich auch. So ein bisschen ist, gut. Ach komm, komm erstmal dahin. Ne? So. Warum ist mir denn so kalt? Ich glaube, so ist das gar nicht mal so übel. Wenn wir den noch. So, ich muss definitiv rote Blumen anpflanzen, damit ich die etwas vermehre. Ja, müssen wir auf jeden Fall. Und nutz mal ruhig das, wo das Fertilizer drauf ist. Ich glaube, rote Blumen haben wir nicht mehr, ne? Nee. Ich habe ein bisschen Angst davor, nochmal loszugehen. Aber ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Mit auf den Boden schlagen. Mit auf den Boden schlagen, genau. Okay. Ach so, ich habe jetzt dieses Bild vor Augen. Wie sie auf den Boden schlägt, ne? Wo Xyra auf einer grünen, graslosen Wiese sitzt und immer mit der Faust auf den Boden haut. Blümchen! Blümchen! So, Entschuldigung, das ganze Webcam war am Wackeln. Aber so habe ich, das habe ich jetzt vor. Das werde ich die ganze Nacht nicht aus den Augen kriegen, glaube ich. Ich muss jetzt so daran denken, guckt ihr Game of Thrones? Nein. Ich muss jetzt so an den Cousin von Tyrion und Jaime Lannister denken, der immer die Käfer zerquetscht und dabei Kuh, Kuh, Kuh sagt. Gut. Das wissen diejenigen, die es gucken, wissen, was ich meine. Wenn sie das aufmerksam geguckt haben, denn das ist nur einmal kurz Thema auch nur angerissen. Es war jetzt nicht so, dass ich desinteressiert war, es war einfach nur so, dass ich konzentriert war. Ein anderes Triert. Ja, ja. Liegt daran, weil ich hier halt gerade wieder so Sachen anmachen will. Und jetzt fängt man an zu frieren. So, und weil ist kalt, sagt er. Weil wegen ist so, ja. Ich kaufte uns mal 2 Cooking Grills. Nee, ein. Weil ich dachte mir, vielleicht können wir dann. Also vielleicht wollen wir ja in die neuen Wohnungen jetzt nochmal Campfire und sowas aufstellen selber, ne? Irgendwie. Ja, ja. Mhm. Dachte ich mir vielleicht. Alter Schwede. Ein Kochtopf nehme ich jetzt mit. So. Achso, Werkzeuge, genau. Wir wollten ein besseres Werkzeug haben, ne? Genau. Na, ich muss mir jetzt erstmal irgendwie. Fire Axe, Steel Fire Axe. So, in Ordnung. Ich mach mal 3 Stahlfeueräxte. Mhm. Und Pickaxe. Minus 4 Grad, weil es ein bisschen regnet. Also, Naja, wenn es regnet, wird es kalt. Ja. Aber nicht so kalt. Doch, eisekalt. Steel, Forge, Steel. Dann nochmal 60 Grad. Ich muss jetzt in der Nähe von der Workbench bleiben, leider, weil sonst kriege ich die Skillpunkte nicht. War das nicht auch ein Thema, den sie mit dem Update repariert haben? Sollten, wollten? Wollten. So sieht man es besser, finde ich. Wieso? Was wollten sie denn? Nö, du kriegst doch die Punkte immer nur dann, wenn du auch die Workbench offen hast. Mhm. Und bei dem Werkzeug, wenn ich Stahl herstelle, dann lohnt sich das schon, dass man dann bei
in 3 Minuten mal kurz die Workbench öffnet, damit ich dafür die Punkte kriege. Ich ist halt nervig, ne? Weil du stehst da doof daneben dann, ne? Und vom Stand. Das ist wohl richtig, ja. Deshalb sollten wir die Workbench wahrscheinlich auch mal umstellen in unsere Häuser dann. Aber dafür können wir die erstmal ein bisschen hochziehen. Solange wir dann die nicht richtig gut eingerichtet haben, würde ich sagen, können wir die auch hier lassen. Ne? So. Das Wetter ist wirklich ungemütlich. Schlimm, ne? Ja, ich finde das nicht gut. Ich auch nicht. Kann ich dich trösten. 2 Minuten 53. Boah. Ich mach mal eine neue Tür rein, weil wir unser altes Haus hat auch keine Tür mehr. Haben ich, sie die ich, Tür auch mitgenommen? Ich weiß gar nicht, wie sich der Zombie reingeschlagen hat. Also warum der überhaupt in unser Haus gekommen ist, der Zombie? Oder ist dir jemand entgegengekommen, Xyra, irgendwie, als du hier warst? Und Nee. Also ich habe mich schlecht blöd geguckt, als ich die plötzlich neben mir gehört habe nach dem Respawn. Das war so eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht unbedingt jedes Mal machen. Nee, also als ich da war, bin ich noch einmal abgelaufen, aber da war keiner drin. Auch eine doofe Sache, das. So. 2 Minuten. Mann, oh Mann, jetzt bleibe ich die ganze Zeit über in der Folge hier neben stehen. Ist ja auch doof. Mann, ist wohl so. Ich bin auch gerade schon wieder nicht gerade schlau. Ja, so kann ich das machen. Ich renne ja wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend, ey. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz toll zählen. War auch nötig. Musst du gleich mal bei mir reingucken, siehst du warum. Das heißt, So. Wir haben jetzt 46 Fleisch wieder. Gar nicht mehr. 45 Fleisch, ich korrigiere mich gerade. Am Mund voll. Und das kommt, ja, da rein. Das wäre gut. Und ja. Achso, die Tür könnte ich vielleicht noch mal setzen. 49 Sekunden noch. Okay. Warum habe ich jetzt ein Fenster übrig? Weiß ich nicht. So. Ich mach mal 30 Sekunden Pause und dann ist die erste Axt fertig. Oh, ein Holzfenster kann man nicht mehr wieder zerlegen. Ist ja auch interessant. Wie zerlegen? Ein Holzfenster. In was kommt man das denn zerlegen? Achso, kannst du es nicht scrappen oder wie? Oder kriegst du es raus oder wie? Konnte ich. Ich kann es nehmen und ausrüsten. Hä? Wie nehmen und ausrüsten? Da stand da. Okay. Was ein Ausrüsten? Was mache ich denn nun? Ich mache komische Sachen, glaube ich. Ja, ich auch gerade. So. Huch. Ich mache sehr komische Sachen. Toolsmithing. Ich stecke da jetzt erstmal Skillpunkte rein. Das ist mir zu... So, ich habe jetzt erstmal, warte mal, ich habe jetzt mal 30 Punkte in Toolsmithing reingehauen. Aha. Ach, scheiß drauf, ich hau nochmal 10 rein. Ja, egal, dann packe ich jetzt alles rein. So, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 40 oder 45 Punkte in Toolsmithing reingehauen. Weil die Axt, die rauskam, die hat nur Level 2, 5, 6. Das ist mir zu wenig. Aha. Also für Stahl muss nicht sein. Das ist mir zu wenig. Das tut nicht Not. Ich muss essen. So, jetzt machen wir nochmal Fire Axe. Bläh. Ja, sorry, hier draußen ist ein Zombie. Ich habe ihn nur nachgemacht, damit er mal weiß, wie doof er sich anhört. Ach so. Sonst ist mit mir alles okay. Dann sind wir beruhigt. So, tap, 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 tap. Oh, ich bin so geschädigt vom letzten Mal, dass ich
Ich glaube, alle 30 Sekunden gucke ich auf den Kontrollmonitor, ob die Aufnahme noch korrekt ist. Okay. Ich bin so geschädigt jetzt langsam. Siehst du das denn in der Vorschau auch schon, dass da was nicht ja, läuft? Ja, bei den Aufnahmen, die kaputt gegangen sind, da hatte ich nachher irgendwann einfach in der Vorschau nachher Standbild. Achso, ich bin hier, weil ich was essen wollte. Ich wusste eben nicht mehr, warum ich hier rübergekommen bin. Ach, okay. Ja, ja. Wenn es Essen gibt, kommen sie mal alle nach Hause. Und wie lange zu sind. Oh, ich glaube, mit den zwei komme ich nicht weit. Bin hier gerade schon am Verhungern. Ach, ich muss mal gleich wieder Holz besorgen, sowas Doofes. So, Moment, haben wir denn hier überhaupt noch Metall in der... Haben wir. Aber das lohnt sich jetzt gar nicht mehr, das einzuschmelzen. Aber wir könnten die Werkzeuge können wir mal eben einschmelzen hier. Das ist 1 Minute 27, okay. So, jetzt noch ein bisschen was trinken. Und die Aufwärts. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das gebracht hat. Das Hochleveln von Toolsmithing. Wie viel da jetzt bei rauskommt. Also wenn das nicht mindestens Ende grün ist, wenn ich sogar schon blau bin, aber stinke ich. Weil ich habe da jetzt richtig, ich habe da alle Skillpunkte reingeknallt, die ich hatte. Und das war eine ganze Menge. Ich wollte gerade sagen, bei dem, was du da gerade reingeschmissen hast, sollte es da aber schon einen guten Unterschied geben. Ich bin jetzt auf 70 von 100. Also ich würde schon erwarten, dass die jetzt blau sind, wenn die rauskommen. Ich weiß es aber einfach nicht. So. Und in Stahlproduktion habe ich ja auch noch 30 reingedrückt gehabt. Ja, 30 Punkte habe ich in Stahl vorhin. Ich hatte irgendwie so 70 oder so. Ihr müsst mal gucken, ob ihr nicht noch irgendwo welche habt, die ihr dann in Waffen oder sowas, je nachdem, müsst ihr mal schauen. Ja, ich habe meine Punkte schon wieder durch. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch noch keinen neuen gekriegt. Was machst du mit dem? Also wo hast du die so reingepackt, meine ich? Müsste ich mal nachgucken. Die letzten, die habe ich auf, ich glaube, Hunger. Und ja, ich hab erstmal so Sachen genommen, die so gruppendienlich sind, wie hier. Was habe ich denn hier? Ich müsste doch auch Scavenging und sowas. Es ist auch in gewisser Form gruppendienlich, wenn da einer ist, der weniger Essen braucht. Finde ich nicht so relevant irgendwie so. Ja, Quality Joe, ne? Wegen Loot und so. Und also ich meine, ob wir jetzt 60 Fleisch holen oder 70 Fleisch holen, das finde ich. Ich mache ja hauptsächlich hier. Ich mache ja hauptsächlich hier immer noch 69er und sowas. Das hast du doch schon auf 5 von 5. Nein. Sagtest du doch. Da hättest du auch nee. 5 drin. Ja, aber wir brauchen so Waffenherstellung etc. Ne? Und so, das kostet halt auch alles Punkte halt. Ne? Also, wenn wir schon halt zu dritt sind, ist es halt cool, wenn man es irgendwie aufteilen kann halt. Mhm. Und ich habe jetzt nichts mehr. Also, die nächsten Punkte, die ich irgendwie mal in irgendwas investiere, muss ich zwangsläufig erstmal an Sachen investieren, die mir mal helfen dann. So für Waffen oder so. Ha. Ja, reicht noch für 2 Schaufeln. Dann nehmen wir nochmal Stahl 20 mit Craft. So. Okay, 3 Äxte, 3 Pickaxes und 3 Schaufeln mache ich uns dann. Ach nee, dann brauche ich ja doch noch einmal. Wir sind bei 427 übrigens angekommen jetzt im Level. Das also klingt doch schon gar nicht schlecht. Das werden auch gute Sachen dann werden, mit denen wir was anfangen können. Hm. Ich sehe schon, wir haben mich hier zu Tole langweilen irgendwo. Das dauert immer 3 Minuten. Mhm. Und in 3 Minuten muss ich dann immer hier stehen. Also ich würde die Workbench ganz gerne abbauen und rüber verfrachten irgendwie so. Fühlst du dich so alleine da drüben? Du, ich kann einfach nichts machen. Und das ist auch für ein Let's Play dann blöd irgendwo. Und ich kann jetzt nicht einfach... ich würde jetzt die nächsten 20 Minuten Echtzeit einfach hier stumpf stehen und darauf warten, dass das fertig wird. Ich kann hier nichts, kann mein Haus nicht weiterbauen und nichts. Deshalb, ich glaube, ich ganz ehrlich, nehme ich die mit. Skillpunkte hin oder her.
Ach, das ist aber bloß. Es nutzt dir nichts, generell, beim Let's Play, wenn du die ganze Zeit da reinguckst. Das würde ich überhaupt nicht tun, ganz ehrlich. Weil, Rosi Bianca, ob du das jetzt nun in dem Haus da drüben machen würdest oder ob du in dem Haus hier in die Workbench reingucken würdest, ich kann das würde ich gar nicht tun. Wieso denn das? Du musst nur 3 Sekunden vor Ablauf das Ding einmal geöffnet haben. Dann guckst du 3 Sekunden rein, wenn er die Axt herstellt und dann ist gut irgendwo so. Aha. Dann kriegst du den Skillpunkt. So, nur ich kann hier in diesem Haus nichts machen. Drüben kann ich halt weiterbauen, deshalb werde ich die wahrscheinlich auch gleich einfach mal einpacken oder sowas oder zur nächsten Folge. Nur dann. So, jetzt kann ich in 3 Minuten, brauche ich jetzt für die nächste, weißt du? Nee, die ganze Zeit das Ding über offen haben. Klar, ich meine, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was man dann noch sinnvoll herstellen kann, jetzt Gunpowder oder sowas. Das Geräusch willst du ja nicht die ganze Zeit überhören. Jedes Mal, wenn du einen Gunpowder herstellt, das geht dir ja auf den Sack. Das würde ich auch nicht machen wollen. Also das kannst du im Let's Play auch nicht bringen. Das würde ich auch privat nicht machen wollen, weil ich einfach keinen Bock dazu hätte. So einfach ist das. Ich schmeiß die alte Workbench nur an und dann lass ich sie laufen. Ja, aber so eine Axt braucht 3 Minuten. Und wenn du dann 2-3 Sekunden vor Ablauf reinguckst, dann kriegst du halt den Skillpunkt. Oder die Skillpunkte. Und ansonsten ist es schwierig zu leveln. Aber die Äxte sehen cool aus. Komm, gleich mal ausprobieren, so eine Axt hier. Ich besorge mal Holz draußen. Hast du so eine Axt noch nicht gehabt? Eine blaue Stahlaxt habe ich in diesem Spiel noch nicht gehabt, nein. Blaue Stahlaxt, okay. Ja, ja, deshalb dachte ich mir, bevor ich jetzt unseren Stahl dafür aufbrauche, haue ich da lieber Skillpunkte rein. Ja. Weil Stahl ist teuer. Das ist wohl wahr. Und wie gesagt, die erste, die ich da rausgezogen habe, war nur Levels 256 und jetzt sind wir bei 427. Und das ist schon ein Unterschied, finde ich. Also hat sich's denn ja. Insofern hat sich's ja wenigstens gelohnt, sag ich mal. Ist von auszugehen. 232. Ja, in dieser Folge gibt's bei mir nicht viel zu sehen. Ich warte jetzt noch, bis der Stahl hier fertig ist. Und ich muss gleich erstmal wieder ein bisschen Holz hier angehen. Dann zottel ich rüber. Mist. Was haben wir denn hier noch drin? Können wir da irgendwas mitnehmen? Naja. Verschiedene Deckenhöhe, das ist ja. Ist hier doch so tief gewesen. Der Zwischengang, der kann ja ruhig ein Stückchen flacher bleiben. Ich habe unterschiedliche Deckenhöhe und das ist etwas, das geht gar nicht. Wo hast du denn da unterschiedliche Deckenhöhen? Du warst da bei dir, warst du doch absolut gut vorbereitet, oder? Ja, ich. Na, du hast doch aber 4er Höhe, dachte ich, oder nicht? Ja, 4er Höhe frei. Und ich habe jetzt aber in dem Anbau habe ich auf die 4er Höhe die Decke gesetzt. Und wundere mich auch so, irgendwie kommt mir das so flach vor. Kannst du denn dann noch einen höher oder geht das jetzt technisch nicht mehr, dass der Platz nach oben? Kannst du da oben nichts hinbauen? Doch, das sollte eigentlich noch passen, dass ich da noch einen höher kann. Ansonsten bleibe ich halt ein tiefer in dem Anbau. Das ist ja, oder halt du so. Behilfst ja auch mit so einer Adobe-Decke, wie bei mir. So eine Platte halt, weißt du? Mhm. Muss ja nicht Adobe sein, kann ja auch Holz sein, irgendwie so, aber oder du machst das so. Mal gucken. Doch, ich kann da noch drunter bauen, alle Dude. Jetzt hat man ja echt schon wieder Hunger und Durst. Nein, muss denn dann. Geht schnell. Zombie, also ein Spider-Schutz muss ich daran bauen, aber das ist ja nicht das Problem. Tja. Sind mir diese kleinen Tannen, die hier rumstehen, die werden gar nicht größer, ne? Die sind so ganz kleine Tannen. Ja, deswegen lasse ich die auch immer stehen, weil die kannst du auch nicht anpflanzen. Na ja, gut, bei dem Haus ist es jetzt egal. Ich habe sie jetzt gerade weggehauen, aber ich lasse sie dann demnächst mal stehen. Das sind so Lebensbäume, ne? Oder so, ne? Ja, denke ich. Na, mein Lebensbaum steht hier bestimmt nicht mehr. Der ist ja sowieso. So, Stahl ist dann auch durch. Gleich.
Lassen wir die Schmiede hier oder? Ja, ne? Die Schmiede lassen wir ruhig hier, ne? Ja, die eine würden wir. Wir haben noch genug Zeugs. Ist ja nicht so, dass wir zu wenig Zeugs essen, hätten. Essen? Essen. So wenig essen tue ich auch nicht. Das ist ja auch unschön. So, und Schauf. So. Ach nee. Ah, ja, hier und hier. Bist du unten oder oben, Nicole? Ich bin gerade auf der Mauer meines Anbaus. Ich hätte hier vielleicht dann eine Tür reinmachen sollen. Aber dann nehme ich die Workbench, glaube ich, gleich mit rüber. Dann stellen wir die irgendwo ins Obergeschoss auf. Da haben wir ja Platz. Irgendwo. Zur Not stehe ich die bei mir in der Hütte. Eine Minute noch. Mhm. Yay. Yay. Solange würde ich auch noch eben kurz Nicole, warten, dass ich den Kram was setzen von dem. Ja, von außen sieht diese Ecke aber komisch aus. Papa, hier mal rüber. So, auf den ersten Blick sieht das hier ein bisschen komisch aus. Ja, das ist halt schwierig. Aber ich glaube, ich mache hier mal auch noch eine Tür. Oh ja, das mache ich auch. Da auch nochmal sehr gemütlich bei dir. Ja, aber guck mal, von innen sieht ja auch nett aus. Ja, das meine ich gerade. Ich habe gerade reingeluschert. Ah. Komm jetzt einfach mal rein. Ich bin nämlich auch klitschnass. Na, fertig. Da. Warum mache ich eigentlich Türen? Brauche ich doch gar nicht. So, ich habe doch noch so viele. Ich habe mir jetzt extra eine Steinaxt gebaut. Ist gemütlich? Wie bitte? Danke. Ist gemütlich, gefällt dir? Ist gemütlich, ja. Jetzt habe ich gar keine Türen mehr. Oh. Okay. Ich muss gleich mal wieder Holz jagen. Holz jagen? Ja. So, ist es immer so schnell weg? Workbench habe ich jetzt mitgenommen. Ach, deswegen. Stimmt. Ist ja doof. Und ich kann euch beiden erstmal die ersten meinen schönen Werkzeuge geben. Das ist sehr schön. Ihr seid zu Hause, ja, ne? Oder seid ihr unterwegs? Ja. Okay, cool. Nanu, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Bitte? Schweres Metall? Ich höre so irgendwas. Ja, das war, weil ich zwei Fenster kaputt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Ich bin in meinem Anbau. Ich bin bei mir oben. Ah. Ups. So, und ich muss jetzt mal ein paar Steine jagen. Nee, komm doch. Okay. Abo? Ja. Bisschen. Na, wie findest du es? Massiv. So, ich habe mich eben draußen schon verjagt, dass ich plötzlich vor so einer Tür stand. Aber sieht nett aus, muss ich sagen. Hat was. Hat wirklich was. So, Xyra? Achso, ich bin also hier, vor der bitte. Haustür. Hier, ich habe noch was für dich. Ah, für neues Metall, bitteschön. Hier wo oben bist du bist ja. Du bist ja der Bergbaumeister, was? Ich sehe dich nicht. Wo so. Bist du denn? Oben bei dir. Ich bin jetzt oben bei dir und du bist nicht da. Achso, ja, denn? Ich komm hoch. Du bist bei mir auf meinem Balkon. Ach da, ich sehe dich. Wie viele Stockwerke hast du denn? Oh, entschuldige. Bitteschön. Zwei. Hier oben braucht man ja normalerweise. Normalerweise braucht man ja hier oben nicht unbedingt besonders harten Schutz. Nö. Deswegen habe ich gedacht, ich mache hier oben einfach mal Blockhaus-Stil. Nicht wahr? Och du, die haben doch auch 1000 HP wahrscheinlich, oder nicht? Oh, ich nicht. Also ich glaub, die sind wahrscheinlich gar nicht instabil oder sowas. Wo stellen wir die denn mal? Mal hier, ne? Ja. Wir haben 24 Minuten. Ja. Dann gehe ich jetzt keine Bäume jagen. Ja, so. Dann sollten wir eher zum Ende kommen. Das ja. Stimmt wohl, da hast du recht. Und dann muss ich nach Hause und... Pickaxe. Solange bei mir noch alles läuft. Kraft. Ja. Ja,
Genau. Oh, dann kann das so. Weg und das weg. Ja, okay, denn... Ach, gut. Verdammt, ich wollte doch noch Nägel besorgt haben. Ach. Für Kisten. Gut. Ich bin zu Hause. Aber mir fehlt hier was. Ich kann hier gar keine Fackeln anbringen. Wieso? Warum nicht? Kannst du doch, oder nicht? Das sind doch die Holzplatten. Ach, wegen der Zäune. Ach. Fällt mir gerade mal so ein. Ach, schade. Hm, wie mache ich das denn? Das Problem wird in der nächsten das Folge werden gelöst. Das in der nächsten Folge. Ja. Ich habe da auch schon was im Kopf. Okay. Sehr, sehr gut. Dann bin ich mal gespannt, wie du das löst. Mhm. Okay, du. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Oder Mal. So. Ja. Tschüss. Und tschüss.